Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute mal meine Workout-Routine. Vielleicht auf Instagram oder schon in meinen Vlogs gesehen habe, mache ich jetzt regelmäßig Sport. Also ich mache schon eigentlich immer Sport. Ich bin Leistungssportler seit lange. Als ich 4 war, habe ich mit Judo angefangen, habe das als Leistungssport gemacht. Wirklich hartes Training. Seit 1,5 Jahren ja nicht mehr, weil ich meine Nase gebrochen habe und dann wegen Corona auch erstmal nicht mehr. Und ich schaue mal, ob es wieder anfängt. Aber zu Hause, um mich fit zu halten, mache ich halt Workouts und sowas. Und viele haben mich gefragt, was ich für Workouts mache, wie ich die Motivation zu Sport finde, was ich genau esse, alles Mögliche. Das zeige ich euch in diesem Video. Also ich gebe euch auch so ein paar Motivationstipps und wie ihr das Ganze durchziehen könnt. Erstmal vorab, ich glaube an euch. Und wenn ihr es wirklich wollt, dann könnt ihr es auch. Aber ich will mit diesem Video irgendwie keinen dazu aufräumen. Ich will mit diesem Video auf keinen Fall irgendjemand dazu zwingen, Sport zu machen oder irgendwie dazu zu überreden, so abzunehmen, eine Diät zu machen. Nein, auf keinen Fall. Aber ich finde so, Sport ist egal in welchem Alter gut, wenn man es nicht komplett übertreibt. Und ich meine, gesunde Ernährung ist zum Beispiel auch nicht schlecht. Also das kann ich jedem empfehlen. Das ist natürlich auch nicht immer Motivation, wie ihr aus meinen Vlogs vielleicht kennt. Wenn Corona nicht wäre, würde ich immer einmal in der Woche ins Fitnessstudio mit meinem Papa gehen zum Trainieren. Immer so eine Stunde oder sowas. Und dann mache ich halt an Geräten, an Übungen. Aber das geht ja zurzeit gar nicht. Deswegen zeige ich euch, wie ich das Ganze auch zu Hause machen kann und es komplett gut hinkriege. Ich benutze halt zurzeit immer so YouTube für Workouts. Ich habe nur wenige eigene, weil ich finde es immer besser, wenn mir das jemand vormacht. Deswegen auf YouTube kann ich auf jeden Fall die von Chloe Ting für Anfänger empfehlen und für eher die intensivere Training haben wollen, Pamela Reif. Da ich ja eigentlich viel Sport mache so oder viel Sport gemacht habe, mache ich eher die von Pamela Reif und da gibt es auch die PAM-App zum Beispiel, also die Pamela Reif-App, weil sie eine eigene App hat. Da gibt es ganz viele Rezepte, es sind zwar nicht alle kostenlos, aber ich benutze halt zum Beispiel den Workout-Plan, den man sich da erstellen kann. Ich zeige euch jetzt hier mal meinen Plan. Ich habe die App auch noch nicht so lange, aber ich habe mir jetzt da mal so einen Workout-Plan erstellt, den ich jetzt so in den nächsten Wochen mal so ausprobieren möchte, wie das so für mich funktioniert. Und natürlich bleibt der nicht immer so. Also ich schaue halt, wie das so passt und dann ändere ich halt was, was mir nicht passt, was mir zu viel ist, was zu wenig ist. Aber ich muss jetzt erstmal so ein bisschen reinkommen. Und ich habe halt Montag angefangen mit einem 10-Minuten-Workout und dann nochmal 10-Minuten-Workout und dann 8-Minuten-Stretch-Workout. Weil ich habe ja mal einen Spagat gekonnt. Ich dachte mir so, vielleicht versuche ich es einfach nochmal wieder, aber nicht so intensiv, sondern einfach nur so ein bisschen chillig, so 8 Minuten Stretching. Und dann Dienstag nochmal ein 10-Minuten-Workout und wieder stretchen, weil am Dienstag habe ich so lange Schule, dass sich halt nicht so viel ausgeht. Mittwoch habe ich nochmal 10-Minuten-Workout, dann nochmal ein 10-Minuten-Workout und dann nochmal Stretching. Donnerstag habe ich ein 20-Minuten-Workout und dann nochmal 8 Minuten Stretching. Also ich schaue immer, dass ich so zwischen 20 und 30 Minuten bin. Freitag 15-Minuten-Workout und dann nochmal 8 Minuten Stretching. Und Samstag habe ich dann ein bisschen längeres Workout, weil da habe ich mehr Zeit. Und am Sonntag dann nur Stretching, da füge ich vielleicht noch was hinzu, aber vielleicht mache ich auch so einen Pausetag. Generell, wenn ich mal einen Pausetag brauche, wenn ich so viel Muskelkater habe oder sowas, dann mache ich das einfach. Aber ich finde die App einfach mega, mega hilfreich, weil man kann dann zum Beispiel auf Workouts gehen, kann da auf das Plus drücken und kann dann auswählen, wann man die haben möchte. Und dann hat man seinen Plan, dann kann man jeden Tag schauen. So. Ich zeige hier jetzt noch einmal mein Equipment, wenn ich das noch finde auf Amazon, dann verlinke ich es euch unten in der Infobox. Und ich habe hier einmal meine grüne, türkise Yogamatte bzw. Sportmatte. Dann habe ich noch solche Bänder hier, die man so an die Beine macht. Oder man kann sie theoretisch bestimmt auch an die Arme machen oder so. Aber auf jeden Fall intensivieren die halt so die Übungen. Und ich habe hier jetzt das Schwerste, weil ich halt ja schon ziemlich fortgeschritten bin so. Aber das war so ein 5er-Pack von Amazon und die habe ich zu Weihnachten bekommen. Und da sind halt 5 verschiedene Stärken so drin. Was auch immer bei meinen Workouts dabei ist, ist diese fette 1-Liter Flasche. Die fülle ich immer mit Wasser auf. Und damit ich auch genug zu trinken habe, kommen wir jetzt mal zu meinem Outfit in meiner Kleiderschranktür. Habe ich ja euch auch schon meine Lieblingssport-Outfits gezeigt, aber ich zeige jetzt einfach mal das, was ich jetzt zurzeit immer anhabe. So, also das ist jetzt mein Outfit. Das Oberteil ist von Shein, das hat eigentlich eine andere Hose. Die ziehe ich auch oft an, die ist jetzt aber gerade in der Wäsche. Und diese Hose hier ist auch von Shein, da gibt es eigentlich auch noch ein Oberteil dazu, aber ich habe den lieber an. Und jetzt muss ich nur noch meine Haare hochbinden eigentlich, mich kurz aufwärmen und dann geht es eigentlich auch schon los mit meinen Workouts. Das ist so meine typische Workout-Frisur, einfach irgendwie die Haare hochbinden, damit sie nicht so im Weg rumhängen. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
we're chasing leading us, and love is all we'll ever try. Fertig mit meinem Workout und ich springe jetzt unter die Dusche und ich wasche auch noch gleich meine Haare. Ich mache mir jetzt hier noch so einen Naturjoghurt, ohne Zucker ist der, und dann mache ich mir da noch ein bisschen Obst rein, manchmal auch noch ein bisschen Müsli, aber jetzt eher nicht, weil ich jetzt nicht so viel Hunger habe. Und oh mein Gott, ich sehe gerade, der hat richtig viel Zucker sogar drinnen. Und ich dachte, das wäre der ohne Zucker, aber da habe ich den falschen gekauft. Aber ich habe sonst immer einen ohne Zucker, aber ja, der schaut auch anders aus ein bisschen. Das ist hier jetzt mein After-Workout-Snack. Und zwar ist es einmal halt dieser Joghurt, normalerweise Naturjoghurt, bisschen Haferflocken, dann immer noch Obst. Also jetzt habe ich zum Beispiel Mango und noch einen Löffel Erdnussbutter. Ich trage dann hier, weil ich ja im Februar diesen Workout-Tracker in meinem Bullet Journal habe, trage ich hier noch mein Workout ein. Hier unten steht so, was ich gemacht habe. Heute mehr als 15 Minuten auf jeden Fall und es war heute ein echt guter Tag, also habe ich mich gut gefühlt und energiereich, so beim Stretching oder so, das bin ich halt noch nicht so der Profi, aber da übe ich ja auch noch. Das war es jetzt auch mal so mit meiner Workout-Routine und jetzt zeige ich euch nur so ein paar Tipps, um motiviert zu bleiben, um das Ganze durchzuziehen, und ich wette, ihr packt es. Das erste, was ich extrem empfehlen kann, ist ein Bullet Journal oder To-Do-List generell. Und ich habe gemerkt, seitdem bin ich auch viel motivierter. Ich habe ja hier diesen Workout-Tracker drinnen und ich habe hier auch nochmal, jedes Mal schreibe ich mir auf meine To-Do-Liste, wenn ich ein Workout machen will, damit ich das dann immer abhaken kann. Ich mag To-Do-Listen einfach voll gerne, weil dann fühlt man sich auch so ein bisschen gezwungen, das zu machen, und dann überwindet man sich. Also absolute Empfehlung. Was ich sonst noch echt empfehlen kann, sind Sport-Apps. Und bei den meisten kann man sogar auch zum Beispiel einstellen, so, ja, um die und die Uhrzeit mache ich immer mein Workout und ich möchte bitte erinnert werden. Ihr könnt euch aber auch ganz normal auf dem Handy einen Wecker stellen. Das ist auch gleich der nächste Punkt. Also am besten ist es, wenn ihr das Workout immer so um die gleiche Uhrzeit macht, wenn ihr es zeitlich schafft mit Schule und allem. Ich weiß, das ist echt oft kompliziert. Ich mache meine Workouts auch mal eher am Abend. Heute habe ich es am Nachmittag gleich gemacht. Also es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn ihr am Anfang noch Probleme habt, macht es immer zur selben Uhrzeit. Dann habt ihr so eine kleine Routine da ein bisschen drin. Was ich auch eine echt coole Methode finde, einfach den ganzen Tag mit Sportsachen rumlaufen. Und dann habt ihr schon euer Sportzeug an. Da müsst ihr nur aus dem Bett aufstehen zum Beispiel und einfach auf eure Sportmatte. Und dann könnt es schon losgehen. Wenn ihr zum Beispiel statt Workouts lieber laufen geht oder sowas, dann legt einfach eure Laufschuhe, Turnschuhe, was auch immer, einfach vors Bett gleich. Also falls ihr das vorm Aufstehen machen wollt, ist das natürlich dann praktisch, wenn ihr gleich die Schuhe seht, dann werdet ihr erinnert, jetzt muss ich laufen gehen. Auch kann ich euch so Sport-Apps empfehlen, einfach die so zum Beispiel immer so 30-Tage-Challenges hat. Ich habe da zum Beispiel die App 30 Tage Fit und da kann man sich jeden Tag, kann man da so ein Workout machen. Also es gibt halt für Tag 1 bis 30 für Workouts. Die steigern sich halt von Tag zu Tag auch. Was ich auch mega empfehlen kann, sucht euch einfach einen Trainingspartner. Ich weiß, zurzeit ist es schwer, aber vielleicht könnt ihr mit einer Freundin oder sowas rausgehen, ein bisschen laufen gehen, ein paar Übungen machen. Und falls ihr euch mit keinem treffen wollt oder sowas, könnt ihr es auch über FaceTime machen. Ich habe mich auch schon oft mit einer Freundin über FaceTime unterhalten so und habe Workouts gemacht mit ihr und das macht einfach viel mehr Spaß. Vor allem sieht man sich dann gegenseitig und ist einfach lustig. Was auch ganz wichtig ist, macht das, was euch Spaß macht. Es gibt so viele Arten Sport zu machen. Ihr müsst keine Krafttraining-Workouts machen. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Trend mit dem Hula-Hoop-Reifen so auf TikTok. Mein Ding ist es jetzt nicht so, aber es macht bestimmt vielen Spaß. Oder zum Beispiel auch Seilspringen ist auch super effektiv. Um immer motiviert zu bleiben, haltet eure Ergebnisse fest. Geh jetzt Sport machen. Ja, mein Freund habe ich übrigens auch gerade zum Sport machen überredet, weil ich habe meinen Workout heute schon gemacht, eher nicht. Noch ein Tipp, was ich habe, ist viel trinken, gleich am Morgen schon. Ich finde, wenn man so viel trinkt und sein Wasserhaushalt gefüllt hat, keine Ahnung, wie man das sagt, aber dann ist man auch viel, viel enthusiastischer und dann fühlt man sich einfach besser, weil Wasser braucht man halt auch einfach und man trinkt einfach meistens viel zu wenig. Und mein letzter Tipp, den habe ich selber so lange selber befolgt, so. Ich habe einfach ein Hintergrundbild von meinem Handy, also den Sperrbildschirm, den hier, habe ich einfach ein Bild reingetan, was so meine Inspiration war, so meine Motivation zum Sport. Also ich habe so eine Frau, also so ein Bild von einer Frau mit einem Sixpack zum Beispiel reingetan. Und ihr könnt einfach euren Traumkörper als Hintergrundbild nehmen. So. Das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es konnte euch ein bisschen motivieren. Und die Tipps haben euch vielleicht was geholfen. Und deswegen hoffe ich auf jeden Fall, ihr zieht durch und ich glaube an euch. Und wenn ihr das wollt, könnt ihr das wirklich schaffen. Ich war ein extrem fauler Mensch und ich habe es trotzdem geschafft. Dieses Jahr vor allem. Letztes Jahr war ich auch schon motiviert, aber dieses Jahr nochmal zu 100% mehr. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Oh,